ist das Heiligste, was es gibt auf der Welt. Sie müssen sich das mal vorstellen. Also noch voller Unschuld, noch hat kein Verbrechen begangen. Jeder große Verbrecher dieser Welt war mal ein unschuldiges Kind. Jeder große Held dieser Welt war ebenfalls mal ein unschuldiges Kind. Kümmern wir uns darum, dass die Unschuld des Kindes möglichst lang währt und dass die Kinder erst dann mit Entscheidungen konfrontiert werden, wenn sie bereit dafür sind. Grundsätzlich glaube ich, dass die meisten von Ihnen, meine Gegendemonstranten, mir an sich zustimmen bei dem Punkt. Auch Sie, die Sie hier stehen, werden nicht ernsthaft glauben, dass ein 2-, 3- oder 4-jähriges Kind und übrigens die WHO-Standards mitfinanziert von Uwe Sieler, also entworfen von Uwe Sieler, dem Schüler von pädophilen Dr. Kendler, die sagen das aber, also ein 2-, 3-, 4-jähriges Kind aufwärts, das glauben Sie doch alle nicht. Das ist nicht in der Lage, sowas zu machen. Das wissen Sie und das weiß ich auch. Ein weiterer Punkt, der auch vielleicht ganz wichtig ist,